dann, wir haben so diese nächste Zone, also so in diesen Bereich kommen, also warum? Weiß nicht ganz, ob es der Risikokitzel, die hundertprozentige Kontrolle, die Intensivität des Moments, das Gefühl der Überlegenheit und jugendlichen Arroganz über den Dingen zu stehen. Ich fühle mich auf jeden Fall so lebendig wie sonst nie. Man schaltet ab. Alles, was zählt, ist der nächste Griff. Tritt. Jeder Muskel macht genau das, was er soll. Man ist voll im Fluss. Kein Klippen, kein Nachdenken, wann die letzte Sicherung war. Man klettert nur für einen winzigen kleinen Moment über dieses Stück Felsen. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist ein Film über meine Leidenschaft, mein Projekt, was die letzten 2 Jahre in meinem Kopf rumgesprungen ist. Und ich würde kurz damit anfangen, wie alles begonnen hat. In 2021, das ist jetzt vor 2 Jahren gewesen, meinte ein Kletterfreund Martin Treiber zu mir: "Oh, Anton, wir sind ja ganz schnell am Klettern. Lass doch mal 12 Meisterwege in einem Tag klettern." Ich, ja, hört sich gut an. Aber was sind denn diese Meisterwege? Die Meisterwege, das ist eine Liste, die 1974 erschienen ist, mit 92 Wegen. Und wenn man damals 12 dieser 92 Wege in einem Jahr geklettert ist, war man Meister des Kletterns. So eine alte DDR-Norm ist das. Die Wege sind meines Erachtens alles Kinglines. Man steht unten drunter und denkt sich, wow. Krasse Linien. Diese Routen wurden schon vor langer Zeit erst begangen. Zum Beispiel der Gemeinschaftsweg 1938 oder 1949 der Bergfinkenweg, 1952 die Schwager-Talseite vom Harry Rost oder 1965 die Ostwand am Teufelsturm. Wenn man das klettert heutzutage, mit modernster Technik und Training, muss man sich trotzdem richtig anstrengen. Da größten Respekt vor den Erstbegehern. An dem Tag mit Martin Treiber, wo wir die 12 Wege an einem Tag gemacht haben, dachte ich mir, boah, das ist genau das, was ich weitermachen will. Und gleichzeitig war auf dem letzten Gipfel mein Energietank nicht wirklich leer. Ich dachte mir, okay, das ist auf jeden Fall nicht das Limit, was das nächste Projekt. Ja, vielleicht lässt man das Seil weg. Nicht ohne mein Team. Bei der Auswahl der Wege war es wichtig, Wege zu nehmen, die ich potenziell solo klettern konnte. Heißt, kein brüchiger Felsen und irgendwie musste auch alles nah beieinander sein, sowie mussten die Himmelsrichtungen auch immer mal unterschiedlich sein, damit man immer im Schatten klettern konnte. Wir sind früh beim Teufel gestartet, das ist eine Ostseite, da war es aber noch nicht sehr warm. Dann sind wir rüber zum Ostervorturm gegangen, Südseite. Dann sind wir zum Meurerturm, das ist eine Westseite, die ließ sich super machen, die war ja wie gesagt im Schatten. Dann zum Dreifingerturm, da bin ich die Ostrisse geklettert, wie gesagt im Osten. Die Sonne hat aber die Ostseite schon ganz schön erhitzt. Dann sind wir zum Falkenstein, da musste ich einen Kompromiss eingehen. Die direkte Westkante war voll in der Sonne. Dann sind wir zur Nordseite des Schwagers gegangen, haben da die Talseite gemacht und dann ging es rüber in die Affensteine, um am Rokokoturm
Nordseite den Talweg und den Bergfinkenweg zu machen. Dann an der Wilden Zinne, da war auch ein bisschen Sonne drin, aber die Sonne ging da auch schon unter. Und dann im Dunkeln am Wilden Kopf die direkte Westkante. Und das war die Route. Jetzt 6.10 Uhr. Wir sind bei der ersten Route beim Teufelsturm. Stress, Kameras vergessen und Zeug. Aber jetzt kommen wir runter, nehmen einen tiefen Atemzug. Wir starten den Tag und klettern die Routen. Das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Die erste Route, die hatte ich auch richtig oft im Voraus geklettert. Ich liebe die Route, die lief perfekt. Das war so ein Ego-Boost am Anfang. Genau, nach der Route bin ich dann abgeseilt in die zweite. Und bei der zweiten wusste ich, ja, es gibt eine schwierige Stelle, die kommt direkt am ersten Ring. Hat sich auch eklig angefühlt. Die war einfach nicht geil, aber die hat sich sicher genug angefühlt. Aber ich hatte ganz schön kleine Griffe, es hat es leicht geschmiert, war schmierig. Und ja, bin aber souverän geklettert und hochgekommen. Der dichtende Boss über die Schönheit der Natur in der Sächsischen schreibe ich ein Gedicht. Anton Goethe, S. S. Anton, 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 Anton. Bisschen peinlich, aber ich gehe halt auf Nummer sicher, dass alles passt. Zwei Wege von 12. Es ist jetzt 6.51 Uhr. Jetzt geht's weiter in die Schrammsteine. Also ein bisschen laufen. Perfekt, Teufelsturm durch. War dann irgendwie 7 Uhr. Und dann sind wir rüber in die Schrammsteine gelaufen. Weiß nicht, 20 Minuten. Die Vögel. Oh, ich lieb's hier. Mann, das ist geil. Ich glaube, die Krux an der Aktion ist der Rucksack. Die Route kletter ich tatsächlich auch mit Gurt und Seil. Also klippt nichts. Aber es. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht groß damit beschäftigt, aber meines Erachtens gibt es jetzt keine geile Route zum Runterklettern. Und dann ist die Frage, geht's links halten oder rechts halten vom Ring weiter? Weil ich muss zum Riff. Der Obernquergang war
richtig eklig, weil ich habe den vor 2 Jahren mal einen Nachstieg gemacht und wusste, der ist einfach, hat keine guten Füße und es sind sandige, knackende, kleine Leisten, die man hangeln muss. Und deswegen hatte ich es auch nicht vorher nochmal probiert, weil ich einfach keine Lust auf diese Route hatte. Ja, shake it off praktisch. Shake it off. Ging dann praktisch auch, war aber ganz schön mental sowie auch physisch anstrengend. Bin ich aber gut nach links hochgekommen, und dann hoch. Jetzt geht's in den schundigen Kamin. Aber mit wenig Ausrüstung an Bord geht's gut. Gipfel! Check, es läuft. 10 Uhr, Punkt 10 Uhr steigen wir ein. Kannst nach Hause gehen. Alter, das kann man einfach so pesen. Komm, richtig außer Atem. Mein Bart. Nee, das geht nie. Der stört mich. Jojo, hast du einen Rasierer? Ist ja nicht zünftig genug. Barbierstuhl. Mhm. Das ist heute das Gefährlichste am ganzen Tag. Kann ich mich so wieder blicken lassen? Ja. Geil. Ich hab so eine Uhr gehabt mal. Ja, das ist eine der geilsten Wände in der Sächsischen. Die Draufgänger. Damit ist der Moiraturm fertig. Yes, Mann! Auf geht's zu den Ostrissen. Es lief alles perfekt. Wir waren dann irgendwie, ich weiß es nicht, 10 Uhr, 11 Uhr mit dem Moiraturm fertig. War auch schön noch im Schatten und hatte auf einmal 6 Wege gemacht.
so die Hälfte der Wege um 11 und war nicht müde, es war entspannt, alle waren gut gelaunt. Und dann ging es zum Dreifingerturm. Da waren wir so gegen 11, 12 Uhr, die Sonne war langsam aus der Wand raus, aber die Wand noch ziemlich heiß. Es war so ein typischer Sommertag, 25, 30 Grad, wenig Wind. So richtig, nicht die geilsten Kletterbedingungen, man hat geschwitzt. Dann bin ich eingestiegen in den Dreifingerturm, wusste, okay, untere Variante, die ist ein bisschen komisch am zweiten Ring. Die hat sich auch schwer angefühlt, aber das ging noch. Boah, Manometer, ey. Ich bin am Schwitzen. Aber jetzt easy, jetzt pießt man hoch, weil danach ist halt steil, aber gute Griffe. No hand rest. Look, Mom, no hand. Also kletter ich so, setze einen Handklemmer, will zum nächsten Griff und bin ich hingekommen. Also, okay, komm ich zum Griff, woran liegt's? Ah, mein rechter Handklemmer war 10 cm zu weit unten. Kletter ich den Meter ab und justiere den Handklemmer. Und auf einmal kommt mein linker Fuß aus dem Riss raus und die Tür geht mir auf, ich pende auf. War halt eine Dauerschlinge direkt dort und in die Schlinge gegriffen, kurz so, fuck, scheiße ey, das war eng. Abklettern war keine Option mehr, mich da rausretten lassen, irgendwie dann auch nichts. Und dann rausgeklettert und es lief alles super. Auf dem Gipfel hat man dann das erste Mal Zeit, irgendwie mal zu überlegen, okay krass, ich bin gerade fast... Eventuell, wer weiß, man weiß ja nie, runtergefallen. So. Du Arschloch! Blase ich das jetzt ab, ist die Aktion vorbei. Mache ich es weiter? Kletter ich einen Weg extra, um die Challenge zu machen? Woran lag's? Hallo, woran hat die Lehn? Bin ich durch nach den 6 Wegen? Ich meine, man ist doch schon was geklettert. Bin ich vielleicht mental gerade nicht mehr fit, wollte irgendwie auch nicht abblasen, da hatte ich irgendwie gar keine Lust drauf. Wollte natürlich auch jetzt nicht das Risiko in die Höhe treiben zu sehr, es war ja schon eh hoch. Und bin dann abgeklettert, habe ich erstmal zu einem gemeint, so, ja, tut mir voll leid, dass ihr das mit anschauen musstet. Ich glaube, das war für alle Beteiligten mal so ein, oh Gott, scheiße, ey, fuck. Und dann... haben wir eine ausgedehnte Mittagspause unterm Falkenstein gemacht. Ich bin erstmal weggenickt in der Hängematte und dann war ich so, naja, kletter ich mal am Falkenstein die direkte Westkante, weil die kannte ich relativ gut. Gut, vielleicht war der Dreifingerturm ja irgendwie eine totale Ausnahme und jetzt ist wieder alles super wie davor. Auf geht's, check, check. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall. Richtig gute Schlinge legen, wenn man ein Seil dabei hätte. Gut, ich glaube, ich hab's wieder, was es braucht. Ich glaube, ich hatte es in Ostrissen kurz verloren. Der Schwager, vor dem hatte ich am meisten Respekt, weil das ist so die Risslinie in Sachsen. Schwer, überhängend, kräftig, eine Tour schlechthin, eine Kingline richtig.
wenn man die anschaut und drunter steht, dann kriegt man schon ja, Respekt und Ehrfurcht vor so einem Weg. Der hat ordentlich Nimbus. Der untere Fingerriss ging so gut wie noch nie. Sonst war der immer so ein bisschen wackelig. Bei den Klemmern, man merkt sich nie ganz, wo man die setzt. Aber es ist schon relevant, wo man die im Riss hat. Weil je nachdem erreichst du die nächste Engstelle. Der Riss ist ja immer mal enger und weiter. Man muss mal gucken von den Stellen, wo man gut eine Hand klemmen kann, dass man auch zum nächsten kommt. Da hat sich auch irgendwas nicht richtig angefühlt. Bin ich auch wieder abgeklettert, habe einen zweiten Anlauf genommen und dann hat sich wieder alles super angefühlt. Riss ist Leben. Handriss ist länger Leben. Ja, jetzt geht's hoch. Yes. Angriff. Und so hat sich das den Tag auch durchgezogen, dass ich nach dem Meurer-Turm, ab dem Dreifingerturm, fing es an, dass ich Routen anders gemacht habe, als ich sie ausgebuldert habe. Als halt irgendwie anders geklettert bin. Ich hatte immer noch genug Reserven, irgendwie dort oben dann für den Kopf zu behalten und zu sagen, okay, fühlt sich komisch an, abklettern, ausschütteln, runterkommen, neu probieren. Aber das hat schon ein bisschen auch an mir genagt, dass ich nicht mehr so völlig so wie am Meureturm spulen konnte. Ich muss viel mehr in den Routen überlegen, wie ich klettern will. Der Schwager bin ich gut hochgekommen dann. Leicht gut an den Händen, so wie immer nach dem Schwager. Sehr geil. 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 Ist das cool. Und dann ging es weiter in die Affensteine. War dann auch schon fast 20 Uhr. Meines Klettern hat nicht lang gedauert. So jede Route im Durchschnitt so 14 Minuten. Ist jetzt nicht lange, aber runterkommen, dann Pause, dann Kamera, dann quatschen. Dann, ja, es nimmt sich, man zieht sich. Öffnet sich der Riss und den hatte ich ausgebuldert, dass ich den ein bisschen weiter links mache. Aber irgendwie die Griffe haben geschmiert, da war auch wieder voll Sonne drin und dann habe ich da auch ganz schön rumgeeiert, aber jetzt endlich irgendwie hochgeschafft. Auch souverän jetzt nicht, dass ich gefährliche Züge machen musste, aber es hat einfach gedauert. Bergfinkenweg im schönsten Licht, die Sonne ging gerade unter, die Wand war im Rot eingetaucht, Vögel haben gesungen, weil halt so Abendstille war, unten war irgendwie voll ausgelassen, alle haben gelacht, sich unterhalten und ich hing im Bergfinkenweg in diesem Quergang und habe ganz schön so ein bisschen gucken müssen, welche Griffabfolge ich klettern will, weil der Quergang ist dünn, da ist nicht viel. Man guckt so links, rechts, ah, bin ich ein bisschen höher, bin ich ein bisschen tiefer geklettert, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Also vertraut man dann auf die jahrelange Erfahrung, die man im Sandstein hat und probiert so, wie man denkt, ist es am besten. Das hat dann auch geklappt, aber es war schon ganz schön intensiv. Wie eine Rakete geht das da hoch, so zack, zack, zack. Ohne groß zu warten.
danach musste ich mich dann entscheiden, klettere ich noch einen 13. Weg, um auch den Meister zu machen. Genau, da ich einen Dreifingerturm in die Schlinge gegriffen hatte, zählte der Weg nun nicht, also zumindest nicht als Free-Solo-Weg. Und dann hatte ich Tage vorher mit Reini den Gemeinschaftsweg auf die Wilde Zinne einmal gemacht. Berghai. Der lief gut, aber ich habe den damals abgewählt, weil der ist kräftig. Der ist 70 Meter gerader Riss über Bäuche, schon steil, gerade hoch, und der zieht Kraft. Und ich dachte mir, oh, den so dann am Ende, so als 11. Weg zu machen oder 10., keine Lust. Aber ich fühlte mich fit, das, die Abendstimmung, die hat mir Energie gegeben, es lief alles. Das ist jetzt der 13. Weg, also eigentlich der 12., der 13. kommt noch. 70 Meter, bam, 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 über Dächer. Ich habe aber keine Lust auf die hässlichen Vierer runter, deswegen nehme ich mir ein Seil mit. So ein Kampf, aber so in diesem Modus, einfach Energie, zack, zack, Handklemmer spreizen. Einfach nur ein Fluss, ich bin so outgezoned. Gönnt euch den Sonnenuntergang. Rot angeleuchtet mit der Silhouette vom Falkenstein und vom Torstein. Ich stand auf der wilden Zinne und konnte den wilden Kopf sehen und da kletterten so ein paar Stirnlampen hoch. Und jetzt gibt es noch ein was zu tun und das ist direkte Westkante am wilden Kopf. Dann bin ich da abgeseilt zum letzten Weg. Das war mittlerweile dann Stockduster. Der letzte Weg, es war extrem schwül und schwitzig. Es kribbelte alles, der ganze Körper, also ich war nicht müde. Ich hatte einen Haufen gegessen den Tag, gut getrunken und ich war einfach nur so froh jetzt auf den letzten Weg, dass ich den Tag hatte und eigentlich alles im Sack, musste aber natürlich noch abliefern. Aber die Euphorie, die war im Weg einfach schon dabei. Hab praktisch schon während des Kletterns so zelebriert innerlich, weil so Klemmer, Griff, wie so losgelassen, so ein bisschen. Oben dann nochmal die Abschlussreibung, die ist immer schön. Vor allem, wenn es sehr heiß ist, dann schwitzt man da so schön rum. Hat man es gemacht und fühlt sich immer noch nicht real an. Das ist so nice. Komm her. Ja, und Anton ist natürlich auch im letzten Eintrag. Wen rufst du jetzt zuerst an? Na, die Mama. Das ich schon. Ich hab dort auch nicht hingeguckt. Ich dachte. Ich lasse der Abspann. Danke an alle. Try to catch me howling at the moon. Ich hab's dann so, ach du Scheiße.